Seit gestern Mittag ist raus, Kurt Klanendorst ist der neue Trainer der Thomas Sabo Ice Tigers. Aber nicht nur der Trainer hat sich geändert, sondern auch der Sportdirektor. Und eine neue Struktur steht auch fest. Am Telefon deswegen jetzt der neue Sportdirektor der Thomas Sabo Ice Tigers, André Dietsch. André, guten Morgen. Schönen guten Morgen. André, gestern Nachmittag die geballte Ladung an neuen Nachrichten, unter anderem zum Trainerwechsel. Martin Jiranek hat das Zepter ja letzte Saison übernommen. Ab jetzt steht Kurt Klanendorst an der Banne. Wie kam es dazu? Ja gut, letztendlich macht man sich ja dann Gedanken oder analysiert, ich sage mal, die Gesamtsituation. Und dass ich, sage mal, ja, nach dem Trainer sich umgeschaut werden musste, das war allen, glaube ich, schon unter der Saison bewusst. Ich meine, da auch, dass Martin das gemacht hat, ich meine, er hat, ich sage mal, mit seiner Doppelfunktion da viel geleistet, aber dass das halt kein Dauerzustand sein wird, das war jedem bewusst und dann hat man sich halt entsprechend Gedanken gemacht und auch für die Zukunft zu planen, geht man halt da ins Detail rein und dann sicherlich auch, ich sage mal, die Frage des Trainers und mit dem Kurt Klanendorst haben wir da halt dann jemand gefunden oder auch dann entsprechend mit der Geschäftsführung dann halt die Gespräche geführt, dass man in die Richtung geht. Und ja, da kann man froh sein, dass es so geklappt hat. Super, womit konnte Kurt letztendlich überzeugen? Ja gut, zum einen die Erfahrung. Und ich meine, er ist ja auch kein Unbekannter in Deutschland. Er war ja schon in Ingolstadt gewesen. Und auch da, ich sage mal, seine Reputation und auch das Feedback, was man von vielen Stellen bekommen hat, war halt sehr positiv. Und auch, ja, dass er auch den nordamerikanischen Markt sehr gut kennt, sich aber auch dann dafür interessiert, was Ausbildung junger Spieler anbetrifft, ja, sehr weit da involviert ist. Und von daher war das natürlich dann für uns die erste Wahl gewesen mit. Super, das heißt ab sofort Kurt Klanendorst an der Bande. Wie läuft sowas denn überhaupt ab? Bei normalen Berufen wird ja eine Stelle erstmal ausgeschrieben und die Bewerber melden sich dann. Wie ist es denn bei der Cheftrainerposition im Eishockey? Na gut, wenn ich sage mal, das öffentlich wird, dass in der Position jemand gesucht wird, gibt es, ich sage mal, sicherlich dann auch die Anfragen von allen Seiten und auch die Angebote, die eingereicht werden oder entsprechend bei der Geschäftsführung oder auch bei uns dann. Wobei zu dem Zeitpunkt war ich noch etwas am Rande gewesen. Dementsprechend haben wir uns dann im Hintergrund ausgetauscht. Und dann geht man halt, ich sag mal, einen oder anderen interessanten Trainer dann durch und unterhält sich, informiert sich, macht sich da schlau. Und dann dementsprechend kristallisiert sich dann, ich sag mal, der eine oder andere dann raus. Und ja, wir hatten halt das Glück, dass auch ein Kurt Klanendorst entsprechend, da ich sag mal, zur Verfügung stand, dann entsprechend auch die Position des Trainers in Nürnberg zu übernehmen. Und von daher ging es dann relativ schnell dann auch in die Richtung, dass es in die Richtung gehen wird. Apropos herauskristallisieren und Gespräche mit kommerziellen Trainern führen, wie sieht's aus mit einem Co-Trainer? Werden da schon Gespräche geführt? Da werden Gespräche geführt, wobei das dann auch ganz wichtig ist, ich sag mal, gerade wenn man im Team arbeitet, dass da, ich sag mal, auch der Headcoach, der letztendlich auch das letzte Wort mit hat und weil er auch tagtäglich dann mit seinem Co-Trainer arbeitet und da finden definitiv schon ja, tiefgründige Gespräche statt. Verständlich. Nicht nur ein neuer Trainer steht fest, auch die Struktur wurde komplett umgestellt. Der Nachwuchs des ERC 80 und die Ice Tigers wollen in Zukunft enger zusammenarbeiten. Wie kam es denn zu der Entscheidung und wie soll die Zusammenarbeit dann in Zukunft aussehen? Ja, Zusammenarbeit, ich glaube, wichtig ist für den Standort oder ich sag mal, sieht man ja in vielen anderen Vereinen oder auch in anderen Sportarten, dass halt, ich sag mal, eine gesunde Basis, also sprich über eine sehr gesunde Nachwuchsstruktur, dann auch eine gemeinsame Philosophie, dass halt junge Spieler eingebaut werden in, ja, in den Seniorenbereich. Dass da, ich sag mal, der Erfolg generiert werden kann, langfristig vor allem. Weil sich immer wieder neue Spieler holen, dann halt nicht zu wissen, was kommt auf einen zu, auf, ich sag mal, langfristig gesehen. Und so hat man halt Jungs, mit denen man 10 oder 15 Jahre arbeitet und kennt die halt im Endeffekt innen auswendig. Und dementsprechend macht es ja da Sinn, dann auch die mit einzubauen, wenn sie natürlich die Qualität haben. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Und somit ist das halt ein Baustein, letztendlich, um mittelfristig auch erfolgreich zu sein. Vor allem auch für den gesamten Standort, für die ganze Region, was Nürnberg anbetrifft. Super Sache, jetzt auf den Nachwuchs zu setzen, absolut mega. Und die dritte Neuerung, André, du warst lange sportlicher Leiter beim ERC 80 und Torwarttrainer der Ice Tigers. Ab sofort trittst du in die Fußstapfen von Martin Jiranek und bist der neue Sportdirektor der Jungs. Wie geht's dir denn einen Tag, nachdem die Nachricht offiziell raus ist? Unverändert, mir geht's gut, das ist alles bestens. Und ich meine, es verändert sich ja nicht. Also es ist halt mehr Arbeit in dem Sinne, die noch mit dazugekommen ist. Aber ich wusste, auf was ich mich einlasse. Und wie gesagt, die Herausforderung auch, vor allen Dingen die Gespräche waren sehr, sehr positiv. Vor allen Dingen auch zu sehen, dass ein Team dahinter steht, was halt im Endeffekt auch den Nachwuchs anbetrifft. Das ist halt auch nur möglich, wenn ja ein Rädchen ins andere passt. Und von daher, wie gesagt, geht's mir sehr gut. Und ich freue mich auf die Herausforderung. Weil, wie gesagt, wir haben hier in Nürnberg einen sehr guten Standort, mit viel Perspektive und ein Umfeld vor allen Dingen, wo begeistert ist und auch entsprechend alleine schon, wenn man jetzt die Nachricht nimmt mit Herrn Röckelein, ist das halt ja Wahnsinn, was da möglich sein kann.
Das ist natürlich erfreulich. Was liegt dir denn in deiner neuen Position am meisten am Herzen? Ja gut, es sind viele Sachen. Aber ich glaube, das auf den Punkt zu bekommen, ist auf eine Sache zu reduzieren, wäre, glaube ich, nicht angebracht, weil es einfach zu komplex, der Sport oder auch das, was wir hier machen. Also zum einen ist wichtig, dass wir, ich sag mal, Erfolg am Standort haben, vor allen Dingen auch dann langfristig den generieren können und vor allen Dingen auch, ja, dass wir demnächst auch mal den eigenen oder den ersten Nürnberger Jungen sehen, der hier groß wird und dann, ja, in die Fußstapfen dann bei den Profis tritt. Also von daher, das ist halt so ein Wunsch, glaube, den wir alle hegen und wo wir auch dann drauf hinarbeiten werden. Du hast es gerade schon halb angesprochen. Für den Meistertitel brauchen wir noch einen starken Kader, jetzt auch mit Nachwuchs. Wie sieht's aus für die nächste Saison? Ja gut, also im Hintergrund wurde ja schon sehr fleißig gearbeitet und ich meine, man konnte es ja auch der Presse schon entnehmen, es sind jetzt noch 4 Positionen offen und wir sind da auf einem guten Weg, vor allen Dingen auch gemeinsam mit unserem Headcoach, mit dem Coach Kleindorst, werden da intensive Gespräche geführt und ja gut, am Ende des Tages wird man dann sehen, wenn das erste Spiel losgeht in der Saison, wo wir stehen. Aber selbst dann ist die Saison noch sehr lang. Und momentan sind die Vorbereitungen und auch ja alles, was da im Hintergrund läuft, sehr positiv. Auch wenn es eine Zeit lang jetzt sehr ruhig war. Aber manchmal ist es, glaube ich, sehr gut, einen Schritt zurückzugehen, um dann wieder mal 2 Schritte nach vorne zu gehen. Und da hat man jetzt sehr besonnen, vor allen Dingen, wie gesagt, die Geschäftsführung jetzt gearbeitet, die Weichen gestellt, dass wir da auch, ich sag mal, nach vorne blicken können und auch dann ja einen guten Start haben werden. Absolut. Nochmal zum Kader. In Zukunft soll es auch einen Nordamerika-Scout geben. Gibt es denn schon konkrete Pläne? Gibt es, aber ist jetzt noch zu früh, darüber zu reden. Verstehe ich. Neuer Trainer, Sportdirektor, neue Struktur und ein starker Kader. Dann steht im Meistertitel eigentlich nichts mehr im Weg. André, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Spaß in deiner neuen Position und wir sehen uns im Stadion. Vielen Dank.